Das Ende. Es gab nur noch eine Möglichkeit. Sie hätten zusehen müssen, wie Credence sich für Grindelwald entschied. Sie hätten Queenie durch das Feuer gehen sehen. Hochausgebildete Auroren waren bei dem Versuch, den Flammen zu entkommen, gestorben. Und gerade in diesem Moment war Grindelwald drauf und dran, Newt und Theseus umzubringen. Lita stand am oberen Rand der Arena im Schatten. Sie wusste, dass dies der Moment war, in dem die Entscheidung über Leben und Tod fallen würde. Die Entscheidung, die alles veränderte. Und sie konnte sie treffen. Sie begann aus den Schatten ins Sichtfeld des dunklen Magiers zu laufen. Von ihrer Überzeugungskraft würde nun abhängen, ob die Menschen, die ihr etwas bedeuteten, überleben würden. Grindelwald, aufhören! Es dauerte einen Moment, dann senkte er seinen Zauberstab und warf ihr einen kurzen Blick zu. Ein Bild tauchte vor ihrem inneren Auge auf. Sie war in Hogwarts, gerade in der 6. Klasse. Newt hatte einen Jungen errumpelnd im verbotenen Wald versteckt und es hatte so ausgesehen, als würde dieser ihn gleich angreifen. Lita hatte mehrere Steine werfen müssen, damit das Tier sich ihr zuwandte und sein Horn senkte. Ohne Newt wäre es wohl im nächsten Moment losgerannt, doch das hatte dieser zu verhindern gewusst. Danach hatte sie sich unzählige Standpauken von ihm anhören müssen. Sie sollte nie wieder eines seiner Tierwesen angreifen und hatte sie für einige Wochen nicht mehr an irgendein Tierwesen rangelassen. Bei dem Gedanken daran huschte ein kleines Lächeln über Litas Lippen, als sie nun die Treppe hinunterstieg, Grindelwald genau im Auge behaltend. Von der Seite hörte sie Theseus ihren Namen rufen. Er begann einen sinnlosen Kampf gegen die Flammen, doch dem konnte sie keine Beachtung schenken. Ihr Blick ruhte allein auf Grindelwald. Sie konnte auch seinen Blick auf sich spüren, als er zu niemandem Bestimmten sagte, »Ich glaube, diese kenne ich.« Er wandte sich ihr ganz zu und trat durch die Flammen in ihre Richtung, die Steintreppen hinauf. »Lita Lestrange.« Er trat eine Stufe näher an sie heran. »Unter Zauberern durchweg verachtet.« Und noch eine Stufe. »Ungeliebt.« Stufe. »Schlecht behandelt.« Er stand nun ganz nah, direkt auf der Stufe unter ihr. Seine Stimme war nur noch ein eindringliches Flüstern. »Und doch so mutig.« Lita lief ein Schauer über den Rücken. Ihre Miene war die einer Verurteilten. Und doch würdevoll. Trotz seiner Nähe blieb Lita aufrecht stehen und sah ihm in die Augen. Kein Funken Angst war zu erkennen. Nach einem kurzen Moment drehte er sich um und ging wenige Stufen hinab, um sich ihr erneut zuzuwenden. Zeit nach Hause zu kommen. Er hielt ihr die Hand hin. Eine weitere Erinnerung tauchte vor ihrem inneren Auge auf. Es war in ihrem 3. Schuljahr, an dem Tag, an dem sie Irrwichte durchgenommen hatten. Niemand hatte ihren Irrwicht verstanden, doch für Lita war die Erinnerung an ihren Bruder, wie er auf dem Meeresboden sank und für immer verschwand, schrecklich gewesen. Sie saß am See und sah gedankenverloren auf das Wasser, das ruhig dalag, so trügerisch friedlich, als Newt zu ihr kam. »Ich will nicht darüber reden«, sagte sie schnell, so abweisend sie konnte. Dennoch hielt er ihr wortlos seine Hand hin. Er war nicht die Art Mensch, die sich von ein wenig Unfreundlichkeit abschrecken ließ. Sie sah überrascht auf. Wie automatisch hatte Lita ihre Hand gehoben. Auch jetzt hob sie ihre Hand, doch stand ihr nicht Newt, sondern Grindelwald gegenüber. Sie legte ihre Hand in die seine. Es war, als hätte man sie zum Tanz aufgefordert. Doch als er sich umdrehte, um gemeinsam mit ihr, einem unerwarteten Sieg in der Tasche, zurück in die Mitte des Amphitheaters zu gehen, blieb sie stehen und ließ seine Hand aus der ihren gleiten. Der schwarzmagische Zauberer ließ sie zurück, ohne sich noch einmal umzublicken. Sie wandte sich dem Scamander zu, der ihr so viel bedeutete. »Ich liebe dich.« Dann griff sie an. Grindelwald blockierte den Lichtblitz mit Leichtigkeit. Sicher hatte er ihren Angriff bereits erwartet. Sie wusste, dass es nun vorbei sein würde. Ihr Schicksal war besiegelt. Doch ihr Tod würde den der anderen im Kreis retten. »Geht, geht!« rief sie so eindringlich wie möglich. Sie stand in der nun zirkulierenden Feuermasse, ihr Tod stand kurz bevor. Nun tauchten viele Erinnerungen auf. Ihr Bruder, wie er in den Tiefen des Meeres verschwand. Ihr erster Schultag, die Fahrt nach Hogwarts, die sie alleine in einem Abteil verbracht hatte. Wie sie auf der Fahrt über den großen See das erste Mal Hogwarts erblickt hatte. Als sie kurz danach die große Halle betrat und nach Slytherin eingeteilt wurde. Die Kommentare, die sie täglich von Gryffindors, aber auch Hufflepuffs, Ravenclaws und selbst Slytherins hatte ertragen müssen. Doch eine Erinnerung verdrängte all die anderen. Weihnachten in ihrem 4. Schuljahr. Auch Newt war in Hogwarts geblieben. Er hatte einen kleinen Raben nicht verlassen wollen. Mitnehmen wollte oder konnte er ihn nicht. Vielleicht auch beides. Er verbrachte die meisten Tage bei seinen Tierwesen. Oft war Lita auch dabei gewesen. Es war faszinierend, wie Newt scheinbar ein Monster in ein zurechnungsfähiges, lebendes Tier mit Verstand verwandeln konnte. Am ersten Weihnachtsfeiertag dieses Jahres stand Lita ein wenig verstimmt auf. Sie hatte nie Geschenke bekommen
Doch als sie den verlassenen Gemeinschaftsraum betrat, den sie in der letzten Woche ganz für sich gehabt hatte, sah sie ein Päckchen unter der grünen Tanne liegen. Daneben lag eine kleine Schriftrolle. Auf ihr stand in der schnörkeligen Handschrift von Newt: Frohe Weihnachten, Lita. Das L hatte er groß und besonders geschwungen gezeichnet, sodass es ihren Namen unterstrich. Sie betrachtete das Päckchen. Es war klein, flach und rechteckig. Auf dem Papier waren lauter Boardruckles auf gelbem Grund. Sie nahm das Papier ab, ein kleines Notizbuch war darin. Es war voller Zeichnungen. Viele von Tierwesen, doch auch von Hogwarts und seinen Gängen, Pflanzen und von ihr selbst. Sie blätterte es durch und lächelte. Dies war das schönste Geschenk, das sie sich je hätte wünschen können. Grindelwald hob den Zauberstab. Das blaue Feuer traf Lita mitten ins Herz und alles verschwand, löste sich auf, Dunkelheit hüllte sie ein. Dies war das Ende. Ja, und dies war auch das Ende dieser kleinen Fanfiction-Reihe über die letzten drei Wochenenden. Danke auf jeden Fall nochmal an HopeEvergreen.de, an Elisa und an Ricky Scamander für die tollen Fanfictions. Also jede davon aufs Neue hat mir einfach wieder gefallen. Jede hatte so ihren eigenen, besonderen Stil, wie sie geschrieben war. Danke an der Stelle auf jeden Fall nochmal an euch drei. Euch Zuschauern scheint das Ganze ja auch ziemlich gut gefallen zu haben. Also danke auf jeden Fall auch nochmal für dieses überragende Feedback. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und motiviert, mal wiederzumachen. Also wird planmäßig nächstes Jahr im Advent spätestens wiederkommen, wenn da das Interesse daran besteht. Schaut sehr gerne auch in die beiden anderen Fanfictions noch rein, wenn das noch nicht geschehen ist. Und ansonsten würde ich mich an dieser Stelle auch schon verabschieden. Danke auch nochmal fürs Zuhören in dem Fall und bis bald. Macht's gut, Leute.